Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft an alle Söpplinge da draußen. Und nachdem ich mir jetzt erstmal das Eisen geholt habe, das müsste glaube ich oben im Ofen sein, muss ich mal... Oh, hi Milky. Genau, da haben wir das Eisen. Müssen wir jetzt dann mal schauen, ob... Was machst du denn da, Milky? Ah, hat so süße Augen in diesem Mod. Müssen wir jetzt mal gucken, dass wir uns Leder organisieren. Ich habe ja gehört, dass man sich das angeln kann. Ach, ich mache jetzt mal hier diese Löcher zu, echt, diese Golems immer. So. Alles klar. Und dann heißt es jetzt Leder holen. Das heißt, ich muss mir am besten mal ein paar Kühe zur Brust nehmen. Ich glaube, da waren bei dem Dorf da hinten welche. Wir brauchen nämlich 5 Leder. Hasen gehen, glaube ich, auch, aber die droppen immer nur diese Lederfetzen, wenn ich mich da nicht ganz irre. Die Weide hier ist gerade echt still. Da muss ich mal gucken, ob ich mal beim Spawner was umstellen muss. Weil Schweine hatten kein Leder, oder? Ich gucke nochmal. Nee. Kühe. Da hinten ist nur ein Villager-Dorf. Mal schauen, was wir hier so finden. Nee, da geht's nicht. Da denke ich mal nicht, dass wir was finden bei dem Dorf da hinten. Ich glaube, wir müssen da hier eher im grünen Bereich laufen. Oh. Okay. Einmal kurz schauen, habe ich noch was zu essen dabei? Ja. Lecker Möhrchen. So. Verdammt, jetzt wird es auch noch gerade Nacht. Das ist schlecht. Dann wurde ich auch mal gefragt, ob ich nicht mal bei dem Sepp, bei dem Zob, ein Ausrufezeichen hinter mache. Aber das ist ja gerade, dass es genauso links und rechts jeweils noch 2 Buchstaben hat. Deswegen möchte ich das nicht machen. Ein Ausrufezeichen würde das zu rechtslastig machen. Oh, das sieht aus, als würde da oben was schweben. Aber das ist auch noch nicht aufgebaut. Ich nehme mir mal lieber schon mal eine Fackel in die Hand. Denke ich mal, die werde ich gleich brauchen. Jetzt muss ich nochmal zu den Pferden, weil die haben mal definitiv Leder. Aber dass hier auch gerade nirgendwo Kühe sind. War da drüben nicht Kühe? Das hat man doch beim letzten Mal auf unserem Weg, glaube ich, da. Müssen wir noch welche gefunden haben, wenn ich mich nicht ganz irre. Verdammt. Hier wunderschönes grünes Weideland, aber keine Kühe. Tja. Verdammt, ich hoffe, wir finden hier in der Nacht noch irgendwas. Aber jetzt wird es nämlich wirklich verdammt dunkel. Was haben wir da? Häschen. Ja, na gut, Häschen. Die hatten nichts dabei. Jetzt kommen die ersten Zombies. Die haben leider auch kein Leder. Ich habe vielleicht eine Lederrüstung an, aber mehr auch nicht. Sonst findet man so viele Kühe. Was haben wir denn da? Oh, eine Spinne. Aus mich! Na warte. Die haben leider auch kein Leder. Und eine Fadenrüstung brauche ich jetzt nicht wirklich. Oh verdammt, ich brauche Licht. Jetzt habe ich mich sogar ein bisschen verlaufen. Oh je.
macht denn hier ein Villager? Ein ehemaliger. Ich sprint mal jetzt lieber ein bisschen. Was meine ich jetzt hier? Sind überall nur Häschen. Huch. Was ist denn das da? War da gerade eine riesige Schlange? Ja, wow. Was ist denn das? Ohoho. Was hat die denn gedroppt? Oh, oh, oh. Von wo? Da drüben. Oh, hier haben wir eine Gazelle. Hat die vielleicht Leder? Hä? Oh, die hat Fell. Na super. Oh, 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 oh. Da kommt ein, das ist ein Geist. Verdammt, mein Schwert! Oh mein Gott, ich habe kein Schwert mehr. Da hinten fliegt das Gespenst. Oh noch Gott, auch noch ein Enderman jetzt hier. Puh. Hilfe, Hilfe, ich werde beschossen! So, Fleisch. Wenn auch vergiftet, muss jetzt gerade mal reichen. Was pfeift denn hier? Na, ihr habt mir noch gefehlt hier. Rennt die weg? Puh. Viel Andrang heute Nacht hier. Ja, super, jetzt wollten wir eigentlich hier loslaufen, um Leder zu suchen, aber irgendwie. Lasst mich. Na gut. Au, au, au. Was steht denn da vorne? Ist das ein Bär? Denn ein Bärleder? Und was ist das? Nee. Anscheinend, der war doch auch schon vorher aggressiv, oder? Was war das? Was macht denn hier so komische Geräusche? Eine Ratte. Lass das, geh weg. Schweine, Zombie. Zombie, kannst du was essen? Weiter. Verdammt, hier sind überall Spinnen und nur Schweine. Das gibt's ja gar nicht. Die Insel der Schweine hier. Nein. Ach, verdammt. Ich stelle mich auch gerade an vom Hüpfen hier. Ach gut, da hinten ist zumindest unser Heimat. Bereich. Aber wir haben ja echt gar nichts gefunden. Das war jetzt wirklich
nicht so gut. Müssen wir beim nächsten Mal erstmal in die andere. Au. Wo bin ich denn hier gelandet? In die andere Richtung loslaufen. Das Zombie wird aber auch auf extrem hohe Reichweite aggro. Oh. Was haben wir denn da? Ich hoffe, das ist nicht aggressiv. Ich habe jetzt keinen Bock, hier irgendwelche Fliegen oder Käfer zu hauen. Oh, oh. Nein. Autsch. Ich muss unbedingt mal wieder dann gleich ein Schwert holen. Moment, da oben ist ein Schaf. Die Schafe haben auch kein Leder. Verdammt. Schafe haben nur Wolle. Da haben wir jetzt tatsächlich alles hier. Hm. Hä? Ah, ein Delfin. Yay. Ah. Wir können den reiten. Wo ist er hin? Da ist er. Wie hat er uns gerade abgeworfen? Müssen wir den auch wie so ein Pferd einreiten? War das ein Ja? Was haben wir denn hier? Was? Sharkzähne? Oder Haizähne? Yeah, wir können ihm einen Namen geben. Wir nennen ihn... Ja, Flipper wäre ein bisschen sehr einfallsloser. Nennen wir ihn... nennen wir ihn nicht Flipper, sondern Flippo. Gut, dann haben wir jetzt ein Flippo und... Bis von vorne. Sehr gut. Wir haben einen Delfin. Super. Ich wollte aber gar keinen Delfin. Hallo Enderman. Ich habe einen Delfin. Dem Sonnenaufgang entgegen. Nun gut. Dann verabschiede ich mich hier aber auch für diese Folge und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, wenn wir weiter nach Leder suchen. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.